And we are back. Hallo und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly, dem bisher fast wöchentlichen Podcast von Jacobin. Mein Name ist Lauren Balhorn. Ich bin sowohl Chefredakteur von Jacobin als auch Host von diesem Podcast. Letzte Woche hat es mit der Folge leider nicht geklappt. Wir werden aber unser Bestes tun, dass solche Ausfälle die große Ausnahme bleiben und werden in den nächsten Wochen wieder jeden Freitag mit einer neuen Folge am Start sein. Heute geht's um Europa. Es sind keine 3 Wochen mehr bis zur Europawahl und die Luft für das europäische Projekt ist, well, etwas eng. Eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in vielen Mitgliedstaaten gepaart mit einer wirtschaftlichen Stagnation in großen Teilen der Union drücken insgesamt die Stimmung gesellschaftlich, während außenpolitisch die Situation immer schwieriger wird, mit zum einen ein sich anbahnender kalter Krieg zwischen dem Verbündeten der USA auf der einen Seite und China und Russland auf der anderen Seite, ein nicht zu enden wollender Angriffskrieg gegen die Ukraine an Europas Ostflanke und nun auch der Krieg in Gaza, der auch innerhalb der europäischen Eliten oder der europäischen Staaten für große Unruhe und Konflikte sorgt. Wahlpolitisch haben sich übersetzt vor allem in Wahlerfolge für die populistische Rechte, während vor 10 Jahren es so aussah, als würde die Linke Europas Zukunft bestimmen oder zumindest eine Chance darauf haben, ein paar Sachen zum Besseren zu ändern, sieht es jetzt so aus, als werden wir im Europäischen Parlament ab Juli, also nach der Wahl, eine strukturelle rechte Mehrheit haben. Auch der Ausschluss von der AfD aus der ID-Fraktion, die zwar gerade in den Medien begrüßt wird als ein weiteres Zeichen von der Gefährlichkeit der AfD, was an sich auch stimmt, könnte den perversen Nebeneffekt haben, dass es noch einfacher wird für die Europäische Volkspartei unter Leitung von Manfred Weber und Ursula von der Leyen, doch ein Bündnis mit ihren rechtsextremen Partnern zu schmieden, weil bisher oft die Präsenz der AfD ein solches Bündnis verhindert hat. Es könnte also durchaus sein, dass wir bald vor rechten Mehrheiten in Europa stehen. Aber was würden solche Mehrheiten wirklich bedeuten, wenn wir darüber nachdenken, wie wenig Kompetenzen das Europäische Parlament überhaupt besitzt? Was könnte diese rechte Mehrheit verändern? Nach wie vor bestimmen die Nationalstaaten im Großen und Ganzen, was in Europa passiert. Und da sieht Gott sei Dank, sehen die Kräfteverhältnisse noch nicht ganz so schlimm aus, wie im Europäischen Parlament, die das aussehen werden. Darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Gast Wolfgang Streeck. Wolfgang Streeck ist der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts in Köln, Soziologe und Autor von unter anderem das Buch Zwischen Globalismus und Demokratie, politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus. In der letzten Jacobin-Ausgabe hat er einen etwas kontroverseren Text verfasst unter dem Titel Von Integration zu Kooperation, in dem er argumentiert, dass die EU, wie sie konzipiert ist, so nicht weiter funktionieren kann. Wir sprechen mit ihm heute darüber, warum aus seiner Sicht eine tiefere europäische Integration nicht gelingt und nicht gelingen kann und was er denkt, Perspektiven oder Chancen wäre, vor allem für linke Kräfte, die Machtverhältnisse in Europa zu ihren Gunsten zu verschieben. Okay. Herzlich willkommen bei Jacobin, Wolfgang Streeck, und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, also gerne. Ich würde gern einsteigen mit dem allgemeinen Zustand Europas, weil wir stehen jetzt ungefähr 3 Wochen oder nicht mal 3 Wochen vor der Europawahl. Wenn man die Umfragen in den einzelnen Ländern anguckt, sieht es nach einem großen Wahlsieg für die rechtspopulistischen Parteien aus. Und natürlich gibt es entsprechend sowohl in bürgerlichen und gemäßigten Kreisen als auch in großen Teilen der Linken große Sorgen darüber. Aber lass uns zuerst vielleicht ein bisschen grundsätzlicher sprechen. Wie würdest du die innere Verfasstheit der Europäischen Union gerade beschreiben? Das kann man auch an dem Begriff Europawahl gut illustrieren. Das wird jetzt etwas hoch gepusht, dass Leute denken, oh, da wird jetzt also über Mehrheiten Europa. Nein, dieses sogenannte EU-Parlament ist ja kein Parlament. Nicht? Es wählt keine Regierung. Die Regierung wird von den nationalen Regierungen eingesetzt. Das, was es macht, hängt alles davon ab, dass die nationalen Regierungen sich da auf irgendwas einigen. Also man darf dieses Ding gar nicht überschätzen. Es ist so, dass in der
politischen Rhetorik von heute sozusagen die EU zu einer Art von politischer Endstation Sehnsucht sozusagen hochstilisiert wird. Die machen das immer gut, was wir in den Nationalstaaten nicht können oder nicht wollen. Das ist aber nicht so. Die nationalen Wahlen, Deutschland nächstes Jahr, Frankreich im Jahr drauf, die sind viel wichtiger für die Zukunft Europas als das, was jetzt da zusammengesetzt wird. Davon abgesehen, also auch das Schreckgespenst mit der sogenannten Rechten, die werden ja nicht zur Mehrheit. Die Mehrheit ist sozusagen solide zentristisch. Dann kommt da irgendwie so, kommen da so Probleme auf, wie ob bei der Direktive über Produktionsketten und Lieferketten, ob da sozusagen ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Bürokratie eingeführt werden soll. Das macht den Kohl nicht fett. Ne? Aber lass uns vielleicht da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil du sagst, es gibt ja solide zentristische Mehrheiten. Würde ich eigentlich meistens mitgehen oder hätte ich bis vor kurzem mitgegangen, aber wir sehen doch schon, sei es Italien, aber auch ein Stück weit auch hier in Deutschland, doch eine Verschiebung hin ins Rechtsextreme oder sagen wir zumindest ehemalig rechtsextremes Spektrum. Ne? Also Meloni hat zumindest eine solche Vergangenheit. Und wir sehen, wenn man zum Beispiel Manfred Weber anschaut oder auch Ursula von der Leyen in der Debatte vor ein paar Wochen, eine Bereitschaft seitens der Parteien der Mitte, also der rechten Mitte, vielleicht nicht der linken Mitte, dann doch mit diesen, ich glaube, du hast die als rechte Schmuddelkinder bezeichnet in Jacobin, zusammenzuarbeiten. Also da gibt es schon durchaus eine politische Verschiebung, oder nicht? Naja, gut, ich habe über das gesprochen, was da entschieden wird in Brüssel. Das ist nicht so furchtbar viel. Worauf es dann ankommt, ist sozusagen, das sind ja alles Politiker, die wollen ja irgendwie Mehrheiten bilden, ja, und dann gucken die halt, wo können sie mehr. Aber dahinter liegt etwas Fundamentaleres, und das ist, dass also die EU mittlerweile sich herumgesprochen hat, dass die EU als Integrationsprojekt, so wie es bisher gefahren worden ist, gescheitert ist. Wenn man mal zurückguckt, was es da so alles gegeben hat, da liegen überall so Reste von gescheiterten Integrationsprojekten rum. Ja, kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen? Ja, also zum Beispiel die sogenannte soziale Dimension. Ja. Oder der Binnenmarkt, der nicht komplett ist, weil die Dienstleistungen im Wesentlichen fehlen. Nicht, da kann man jetzt sagen, gut, dass das so ist, aber man muss da halt mal hingucken und sehen, was da alles sozusagen nicht funktioniert hat. Dann kann man sich sozusagen die Währungsunion angucken. Die Währungsunion, laut Verträgen, muss alle Länder der EU umfassen, die Zielwerte einhalten. Nichts davon ist wahr. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die eigentlich drin müssten, aber nicht drin sind. Nicht wahr? Dann gibt es die fehlende politische Union, an die überhaupt nicht zu denken ist, obwohl ohne eine politische und fiskalische Union diese Währungsunion immer wieder zu einem Riesenproblem werden kann. Und sagen wir mal, die Diktatur der Europäischen Zentralbank begründet, die ja plötzlich ohne jeden politischen Gegenpol sozusagen da irgendwelche Verteilungs- und Regierungsfunktionen übernimmt, die völlig undurchschaubar sind. Ja? Jetzt kann man noch ein bisschen weiter gucken und sagen, was sind denn in den letzten Jahren an Krisenlösungen? Und da kann man sich mal vorstellen, was bei Covid passiert. Ne? Die wurden letztlich auf nationaler Ebene, weil die Europäische Union dabei nichts konnte, außer mit irgendwelchen Handy-Nachrichten durch von Frau von der Leyen irgendwelche überteuerten Medikamente einzukaufen. Ja. Nehmen wir diesen 750 Milliarden Fonds, der angeblich zur Recovery nach Covid aufgelegt wurde. Nicht? Der einzige Zweck war, die EU in die Fähigkeit zu versetzen, Schulden aufzunehmen. Der Zweck nach außen bestand darin, die italienische Regierung die italienische Volkswirtschaft zu sanieren. Was ist denn passiert? Dann hat man den Draghi dahin geschickt.
aus Brüssel, der sollte das in Italien umsetzen. Und nach 1,5 Jahren ist er zurückgetreten, weil das überhaupt nicht völlig unmöglich war, was da passiert ist. Ne? Und so weiter und so weiter und so weiter. Also man kann sagen, das Erstaunliche ist, dass diesem Gebilde sozusagen immer noch so viel zugemessen wird an Bedeutung, nachdem sich oder nehmen Sie die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise nach 2015, die sozusagen Verschiebung der nationalen Zuständigkeiten für Einwanderungspolitik auf eine Ebene, wo sie überhaupt nicht gelöst werden kann, nämlich auf die europäische Ebene, wo die Interessen der einzelnen Länder so völlig unterschiedlich sind, dass man also nur sozusagen, wenn die Leute nichts wissen darüber, dann kann man ihnen weismachen, dass man eine europäische Immigrationspolitik haben kann. Aber für Polen und Deutschland und Frankreich sind die Bedingungen, von denen da ausgegangen wird, so vollkommen anders, dass wenn die das sozusagen nach oben abdelegieren würden, dann hätten die zu Hause sozusagen massive Schwierigkeiten. Ja. Aber also und so weiter und so weiter. Und jetzt will ich noch dazu sagen, sozusagen, wenn man das realpolitisch betrachtet, dann ist der Grund, weshalb die verschiedenen Länder an diesem Gebilde immer noch festhalten. Da gibt es sozusagen zwei Gründe. Das eine ist, man kann dann so tun, als löste man was, indem man sagt, wir wollen jetzt eine europäische Lösung. Ja, und jeder weiß, die gibt es nicht. Und dann kann man gleichzeitig sozusagen sagen, ja, aber Europa hat es verbaselt. Dann hat man die als Sündenbock da. Mhm, ne? Kann man auch mal, wenn man selber hat es nicht geschafft und dann sagt man, die da in Brüssel sind schuld. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte. Da muss man einfach sagen, jedes Land verfolgt innerhalb dieser Europäischen Union seine eigenen Interessen. Nur tun die so, als wären das nicht eigene Interessen, sondern als wären das die Interessen der Welt und aller guten Menschen überhaupt. Ja, aber in der internen Struktur, das sieht man heute ja auch noch besonders deutlich, in der internen Struktur geht es darum, wie Deutschland und Frankreich, die sich nicht mehr einigen können, nicht gemeinsam, sondern einzeln sozusagen ihre Interessen innerhalb dieses Staatenverbundes durchsetzen. Und das wird teuer für Deutschland und weniger teuer für Frankreich. Ich meine, es ist kompliziert und deshalb kann man mit dem Ding irgendwie so tun, als liefer da was. Letzter Satz. Gehen Sie mal raus und guck dir die Wahlplakate an, die unsere Parteien da aufstellen. Da steht drauf, für mehr Gerechtigkeit, SPD und so ein Scheiß, ja. Und die einen sagen, sei kein Arschloch, wähle Volt, ja, steht drauf, sei kein Arschloch, wähle Volt, ja. Ja, also das ist völlig vollkommen inhaltsleer, weil dieses Ding da in Brüssel vollkommen inhaltsleer. Es ist natürlich schwer, von außen zu unterscheiden zwischen konkreten Interessen und Ideologie. Aber ich denke mir, wenn wir die Entstehung des europäischen Projektes anschauen, da gab es sowohl knallharte materielle Interessen und auch, denke ich, ein genuines Interesse daran, die Interessen von Frankreich und Deutschland so zu bündeln, dass ein weiterer Krieg nicht möglich ist. Ne? Das kann man schon als ein Entstehungs- oder Hintergrund, das eine Entstehung. Und auch in deinem Artikel bei Jacobin schreibst du auch zum Beispiel, ich glaube, da zitierst du irgendwann Helmut Kohl, der wohl tatsächlich geglaubt hat, dass es zu einer politischen Union kommt. Also glaubst du das wirklich, dass die europäischen Eliten nie wirklich an so ein Projekt geglaubt haben? Ja, nein, also da muss man sagen, die eigentliche Mission sozusagen der ganzen europäischen Integrationsgeschichte war eine Rettung des europäischen Nationalstaats, nicht seine Abschaffung. Und das war vor allen Dingen bei den besiegten Nationen wie Italien, so halb besiegt, und vor allen Dingen Deutschland der Fall. Ja, Deutschland war ja kein souveräner Staat mehr in den frühen 50er Jahren. Und ist es ja zu einem großen Teil heute auch noch nicht. Aber das ist doch auch ein bisschen schwierig, oder? Also das klingt für mich so ein bisschen wie so ein rechtes Talking Point. Woran würdest du festmachen? Nein. Also bitte, da muss ich deshalb widersprechen, weil wir wollen ja frei und offen sprechen und wir können uns das nicht vorgeben lassen. Also es gibt ein wunderbares historisches Buch, ich vergesse immer Namen, sozusagen,
the European Rescue of the Nation State. Ja, da wird das historisch genau beschrieben. Für Adenauer war es vollkommen klar. Das war ja auch nicht mehr Deutschland. Das war ja ein Teil davon. Dass sie sozusagen überhaupt nur in der Welt sich sehen lassen konnten, wenn sie eingebunden waren in ein Bündnis. Ach so, ja, da gehe ich absolut mit. Was ich in Fragen stellen würde, ist, ob man das über Deutschland heute sagen kann. Deutschland heute ist durchaus eine selbstbewusste Weltmacht. Ja. Die auch heute ist es anders. Ja. Und ich muss sagen, sozusagen, es ist auch wichtig, einen Sinn für historische Abschnitte zu haben. Dass zum Beispiel nach 1970 ging es um die soziale Dimension, nachdem die wilden Streiks 68, 69 sozusagen in Italien, Frankreich und Deutschland eine militante Arbeiterklasse gezeigt haben, die es vor 1939 gegeben hat, aber nicht danach. Ja. Und da hat man sich überlegt, wie kann man sozusagen per Sozialdemokratisierung Europas, der damaligen europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie kann man dadurch sozusagen verhindern, dass der Klassenkonflikt innerhalb der Länder immer stärker wird? Das Thema ist aber ab 1980 verschwunden. Und an die Stelle sozusagen der sozialen Dimension ist dann die Neoliberalisierung getreten. Ja? Das sind immer unterschiedliche Phasen. Da habe ich ja gesagt, das Ding ist wie ein Gefäß, in dem unterschiedliche Zwecke sozusagen opportunistisch reingegossen und dann auch wieder rausgegossen werden. Mhm. Ja. Aber was ich noch sagen will für heute, sozusagen eine ganze Zeit lang war es so gewesen, dass man gesagt hat, Europa ist ein Gebilde, das von einem Tandem geführt werden muss. Das Tandem ist Deutschland und Frankreich. Aber da hatten beide ganz unterschiedliche Ansichten drüber. Nicht? Frankreich hat immer noch die Vorstellung gehabt, dass es in Afrika sozusagen eine europäische Macht braucht unter Führung Frankreichs. Deutschland hat immer die Vorstellung gehabt, wenn man mit dem Osten sozusagen irgendwie in Wirtschaftsbeziehungen eintreten kann, und das konnte man ja nach 1990, dann ist das eigentlich der Grund für ein Europa, wo es eine Marktwirtschaft gibt, die uns sozusagen billige Arbeitskräfte und gleichzeitig Exportmärkte bescheren. Mhm, ja? Und das sind dann immer ganz neue Inhalte, die da reingefüllt werden. Aber das ging zumindest eine Zeit lang doch ziemlich gut, oder? Also man kann die 90er durchaus als eine Zeit der, vielleicht nicht für die Menschen im Osten, aber für das deutsche Kapital und auch für die französische politische Elite blühende Landschaften beschreiben. Absolut, absolut. Ja. Aber dann muss man, wenn man jetzt als Beobachter hinguckt, dann muss man sagen, dass auch damals schon sozusagen die Konflikte, die wurden zwar überspielt, aber die waren da. Nimm die Europäische Währungsunion. Sozusagen bei der Währungsunion wollten Italien und Frankreich sozusagen etwas, was sich überhaupt nicht realisieren ließ, nämlich zwei Dinge auf einmal. Das eine war, die harte D-Mark loszuwerden, die ihnen im Nacken saß. Und das andere war, eine europäische Währung zu schaffen, mit denen sie ihre Gewerkschaften kleinkriegen konnten. Ja, das eine heißt aber harte Währung, das andere heißt weiche Währung. Die wollten die D-Mark aufweichen und gleichzeitig die eigene Währung härten. Nämlich die eigene Währung ist dann der sogenannte Euro. Ne? Und das geschah nach 1984, nachdem der sogenannte Keynesianismus in Frankreich aufgegeben worden war. Jetzt die Deutschen, die hatten ja Angst davor, dass die Währung zu weich wird. Ja, deshalb hatten die ja Schwierigkeiten. Und Kohl wollte ja eine europäische politische Union, um sozusagen genau das verhindern zu können. Hinterher sozusagen siegten aber in Frankreich und in Frankreich, aber auf jeden Fall in Italien, die Anhänger des sogenannten Vincolo Esterno, der externen Fessel für die italienische Innenpolitik. Die konnten dann nämlich den Gewerkschaften sagen, geht heute mal auf, weil sonst werden wir so inflationär, dass wir können ja nicht mehr abwerten. Ja? Und so ähnlich war das in Frankreich auch, nachdem Mitterrand sich gegen die Linke gewandt hatte und anfing eine, sozusagen, wie soll man sagen, ja, auf Einbettung in die amerikanisch beherrschte, sich herausbildende neoliberale Weltwirtschaft setzte. Weißt du, es ist so, dass man immer so lange Geschichten erzählen muss, wenn man über dieses Gebilde redet. Weil wenn man das vereinfacht, dann bleiben nur die schönen Bilder übrig. Wir in Deutschland, wir in Europa, wir sind sozusagen,
Was man aber heute sieht, ist, ja, also sozusagen, nachdem die Briten raus sind, war für Frankreich dieses Gebilde insofern interessant, als sie hatten den einzigen Sitz im Weltsicherheitsrat und sie hatten die einzige Atomwaffe. Mhm. Das war nachdem die raus sind. Jetzt stellt sich dann die Frage sozusagen für Europa, wird es ein Gebilde unter Führung Frankreichs als sozusagen im Hintergrund wartender virtueller Weltmacht, vergrößert durch den Rest der Europäischen Union, oder bleibt es ein sozusagen Anhängsel des amerikanisch geprägten Weltmarktes, sozusagen in Gestalt einer deutschen Hegemonie innerhalb dieses Systems? Seitdem können die beiden einfach nicht mehr zusammen als Tandem auftreten. Ja? Darüber würde ich auch gerne noch mehr sprechen, ja. Aber zuerst will ich nochmal zurück auf die, du hattest am Anfang eine Reihe von gescheiterten Integrationsprojekten, ja, aufgelistet. Und da würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil ich glaube, also ich würde da gerne noch ein bisschen mehr differenzieren. Also ja, du hattest zuerst die soziale Dimension angesprochen. Dass das gescheitert ist, ist keine Frage. Ich glaube, das, ja, würde auch, ja, niemand bestreiten. Aber auch das, denke ich, ist nicht nur eine Frage quasi von technischen Möglichkeiten, sondern war auch ein politischer Kampf, der auch verloren ging. Ja, klar. Selbstverständlich. Genau. Aber selbstverständlich. Ja. Der Delors ist noch rumgelaufen und hat sozusagen auf dem Gewerkschaftskongress in Oslo den Gewerkschaften sozusagen verkauft, dass sozusagen hinterher, erst machen wir mal einen Markt, aber hat er gesagt, niemand kann einen Markt lieben, ja, als ob Liebe in der Politik sozusagen erforderlich wäre, und deshalb müssen wir dann hinterher eine soziale Dimension mit Sozialpolitik und allem haben. Markt haben wir gemacht, das andere kam nicht. Das andere kam nicht, weil in einer Reihe von Mitgliedstaaten auch einfach die Kräfteverhältnisse gekippt sind. Absolut, ne? Ja. Genau so ist es. Aber wenn wir zum Beispiel die Binnenmarkt angucken, das ist zwar technisch noch ein bisschen holprig, aber ja, jetzt klassenpolitisch sozusagen betrachtet, ja, das läuft doch eigentlich ganz gut. Ja, 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 ja. Also für die Machthaber, jetzt verkürzt gesagt. Völlig richtig. Mit der einen Ausnahme. Also wenn das jetzt, und das ist eine wichtige Ausnahme, und das ist die, dass mit dem Binnenmarkt eine Konvergenz der wirtschaftlichen Zusammenhänge in den Ländern als Versprechen verbunden war. Ja. Und davon kann überhaupt keine Rede sein. Ja. Also, ich will mal ein Beispiel sagen. Und das kann man ganz, also Ralf Dahrendorf, gilt ja nicht als Linker oder als rechter Fanatiker. Im Gegenteil, ja. Der war sogar in Brüssel, war der Kommissar eine Weile. Ja. Der hat Anfang der 90er Jahre gesagt, ja, also Binnenmarkt, und dann kommt ja auch noch die Währungsunion. Und das ist ein fundamentaler Irrtum, dass daraus sowas wie Konvergenz entstehen kann. Mhm, mit folgendem Grund, ja. Historisch sozusagen wird die italienische Wirtschaft, und der ist es ja nicht ganz schlecht gegangen in den 60er, 70er, 80er Jahren, als es auf die Linke, auf die Einbindung der kommunistischen Partei in die Regierung hinaus lief und unter Berlin, ja. Ist ja nicht schlecht gegangen. Das hat er gesagt, aber die werden getrieben, sozusagen von starker Binnennachfrage, die sich in hoher Inflation macht, aber nichts, weil die können dann hinterher abwerten. Ne? Frankreich hat eine andere Wirtschaftsweise. Die besteht darin, dass der Staat sozusagen sich verschuldet und auf diese Weise große Projekte vorantreibt, die Produktivität der französischen Wirtschaft. Wenn man aber, und Deutschland hat sozusagen, darf keine Inflation haben und keine Schulden, weil es ein Exportstaat ist, der sozusagen von Weltmarkt Wettbewerbsfähigkeit abhängt. Sagt ihr, wenn man die drei in einen Topf wirft, dann kann es nur krachen. Ja, und es kracht ja auch. Nicht wahr? Von Konvergenz kann überhaupt keine Rede sein. Die Franzosen machen ihren Kram und von in ihrer Perspektive zurecht, obwohl es auch hinten und vorne hakt, ja. Und die Italiener versuchen ihren Kram zu machen, aber das Einzige, was dabei rauskommt, ist eine hohe Inflationsrate, die immer wieder sozusagen im Binnenmarkt sozusagen in Schwierigkeiten bringt. Was dann dazu führt, dass die Deutschen, die diesen Markt immer noch brauchen oder glauben zu brauchen, ja, dass die dann über auf den Umweg über die Europäische Zentralbank
sozusagen irgendwelche Unterhalte der Vertragsebene, fingierten Subventionen sozusagen in diese Länder schicken, nur um bitte, dass die bitte da drin bleiben. Es kann aber jeder sehen, dass das auf Dauer nicht geht. Aber ja, wäre nicht die Ausnahme oder der quasi Gegenbeweis die Erfahrung der mitteleuropäischer Länder, also die Osterweiterung seit 2004, wenn wir Polen angucken, Ungarn, ja, Tschechien, für all die Wirtschaften, ist es, ja, kann man jetzt nicht sagen, die Osterweiterung hat denen nichts gebracht, wirtschaftlich. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nein. Es ist immer so gewesen, dass wenn du eine Volkswirtschaft, die sozusagen hinten angehangen, wenn du in einen Markt einführst und dann auch noch ihnen abkaufst, dass sie an dem Markt weiter beteiligt sind. Ich meine, da laufen ja enorme Transfers rüber. Ja, dann ist ganz klar, dass da sozusagen sich irgendwas tut. Mhm. Die Frage ist nur, wie lange geht das gut? Mhm, das hat ja auch Rückwirkungen gehabt. Also zum Beispiel in Deutschland, in der deutschen Autoindustrie Anfang der Nullerjahre, da sind die Unternehmen dann gekommen und haben gesagt, wisst ihr was, ihr Leute, Betriebsräte, wenn wir diesen Motor in Ungarn bauen, dann kostet der nur noch ein Drittel. Und die bauen ihn genauso gut, denn die sind auch nicht dumm. Und nun bitte sozusagen unterschreibt mal, dass ihr hier etwas weniger kriegt, weil damit da hinten sozusagen die, nicht wahr? Damit wir das nicht nach Ungarn verlegen müssen. Ah ja, ja, also es funktioniert auch als Werkzeug zur Lohndruckerei. Aber natürlich. Ja, klar. Klar doch. Deshalb haben wir doch seit Anfang der 2000er Jahre praktisch stagnierende Reallöhne in Deutschland. Einmal unter Berücksichtigung unserer sogenannten Wettbewerbsfähigkeit und dann aber auch sozusagen auf der Schiene, dass man da einkommt. Hier ist ja auch nichts gegen zu sagen, in Gottes Namen, denen soll es ja gut gehen. Aber gleichzeitig sehen wir, dass dann sozusagen die Integrationsschraube weitergedreht wird, indem man dann aus Brüssel denen dann auch noch vorschreiben will, sagen wir mal, was für ein Sexualunterricht die in den Schulen machen dürfen. Ja, weil dann sozusagen die Vorstellung einer kulturellen Integration sozusagen draufgesetzt wird, aus grüner Ecke, auf die Vorstellung einer, dann sagen die, wir geben denen so viel Geld, dann sollten die aber doch wenigstens auch sozusagen ihre Familienrecht entsprechend ändern. Ja, jetzt kann man auch sagen, es wäre auch schön, die hätten so ein Familienrecht, aber wir wissen ja, dass bei uns hat es meine Lebzeit gedauert, bis wir sozusagen eine gleichgeschlechtliche Ehe im Buch hatten. Ja, das hatten wir, als ich Abitur gemacht habe, Ende der 60er Jahre, wusste überhaupt keiner, was das ist. Ja, und sozusagen, dann gibt es diesen wie sagt man, zivilisatorischen Überschuss, dass die sagen, wenn wir denen Geld geben, dann sollen die auch. Aber sind nicht auch diese Länder, ja, oder ihre Regierungen, sie sitzen ja auch im Europäischen Rat und auch in der Europäischen, ja, Kommission, kann man da wirklich von so einer einseitiger aus dem Westen oder aus Berlin kommende Diktat sprechen? Das erscheint mir ein bisschen zu vereinfacht. Nein, Diktat ist auch Quatsch, da redet ja keiner drüber. Aber schau dir an, was sozusagen Polen, Ungarn, die Slowakei, im großen Teil Bulgarien und so weiter, nicht? Da tut sich ja ein kultureller Konflikt auf. Meine Vorstellung ist ja die, sozusagen, wir brauchen Europa in einer anders organisierten Weise. Und zwar nicht als Vereinheitlichungsprojekt, sondern als Kooperationsprojekt. Die Staaten, die hier sozusagen nebeneinander existieren, die müssen zusammenarbeiten können, wenn es darum geht, sozusagen, was weiß ich, Eisenbahnnetze auszubauen, in Infrastruktur zu produzieren und so weiter. Aber die sollen dabei ihre eigene Souveränität behalten. Ja, kann man sagen. Aber soll man das wirklich primär, also ja, darüber möchte ich auf jeden Fall noch reden, aber wenn, ja, also ich kenne zum Beispiel viele ist vielleicht übertrieben, aber ja, ich habe schon mit einigen Menschen in Ländern wie Bulgarien, Rumänien gesprochen, die aufgrund der wirklich miesen Kräfteverhältnissen in den Ländern vor Ort, ne, also ja, kaum, ja, vorhandene Gewerkschaften oder wenn, ja,
sehr korrupte, sehr korporatistische, keine wirklich nennenswerte sozialdemokratische Partei oder auch eine sehr korrupte, dass sie auf die EU durchaus auch als Chance blicken, um gewisse Arbeitsstandards einzuhalten, gewisse, ich möchte die nicht zivilisatorisch nennen, aber gewisse Fortschritte einzuhalten, dass sogar eine neoliberale EU dennoch bessere Standards pflegt als ihre eigenen Regierungen. Nein, ich glaube, das ist zum großen Teil Wunschdenken. Der soziale Fortschritt muss erkämpft werden und der wird nicht von oben bürokratisch auffällig. Wenn man da genau hinguckt, und es gibt ja mittlerweile ziemlich genaue Mikroforschung darüber, was an, sagen wir mal, diesen papierenden Direktiven aus Brüssel, was da wirklich vor Ort ankommt. Nein, man kann, ich gehe ja sogar so weit, also ich würde ja so sagen, das große Versäumnis der westeuropäischen Gewerkschaft ist ja nicht, dass sie sozusagen unfähig waren, auf Brüsseler Ebene einen einheitlichen Sozialstaat durchzusetzen. Das ging gar nicht. Aber das große Versäumnis ist, dass man horizontal sozusagen zwischen den Gewerkschaftsbewegungen dieser Staaten sozusagen mittlerweile eine Kooperationsstruktur hätte aufbauen können und müssen, die nicht durch Brüssel geht, sondern die sozusagen durch den Europäischen Gewerkschaftsbund geht und dann zum Export sozusagen fortschrittlicher Regelungen sozusagen dahin führt. Das wäre nicht die Zivilgesellschaften und die Klassenorganisationen, die progressiven Klassenorganisationen. Sozusagen, da denke ich, wir hätten mittlerweile gelernt, dass wir durch Brüssel vermittelte Direktiven in diesen Ländern nichts erreichen, sondern dass wir das sozusagen vor Ort machen müssen, denen helfen müssen, wie streikt man eigentlich? Mhm. Wie geht das? Ja? Und wenn ihr streikt und eure Regierung fällt euch in den Rücken, dann seid unserer Solidarität gewiss und dann helfen wir euch. Und wenn dann einer sagt, wir dürfen da keine Streikposten sozusagen nach Bulgarien schicken, dann scheiß drauf, dann fahren wir da hin und gucken mal. Ja? Und stattdessen gibt es dann in Brüssel sozusagen ewige Verhandlungen darüber, sozusagen, was ein Mindestlohn ist, wie er aussehen soll und so weiter. Dann muss man mal gucken, was ist denn da mittlerweile angekommen. Ja? Wir haben doch irgendwie als Linke, wenn wir diese Romantisierung der EU betreiben, irgendwie vergessen, dass der soziale Fortschritt nicht bürokratisch diktiert, sondern sozusagen am Boden erkämpft werden muss. Ja? Und dann sehe ich diese EU als ein großes, in dieser Hinsicht, als ein großes Ablenkungsmanöver von dieser eigentlichen Pflicht, sozusagen sich vor Ort einzusetzen. Und ich meine, Was ist an der EU eigentlich wichtig? Und da gibt es in den Verträgen einen Paragraphen, der heißt sozusagen freier Kapitalverkehr. Und da steht drin: Erstens, sozusagen zwischen den Ländern der Europäischen Union ist der Kapitalverkehr ungehindert zu gewährleisten. Ungehindert. So. Aber dann gibt es einen zweiten Absatz, der kommt direkt darunter. Dasselbe gilt mit Ländern außerhalb der EU. Das heißt, wir dürfen sozusagen nicht den Amerikanern sagen, geht zur Hölle und wir machen hier unseren eigenen Kram. Ja, nein, sondern wir sind sozusagen durch die Vertragsformulierung, ganz lakonisch steht das da drin, sozusagen als Länder und als EU in den internationalen Kapitalmarkt eingebunden. Ja, als ob Goldman Sachs das geschrieben hätte. Ja, und vielleicht haben sie es sogar geschrieben, denn der gute alte Draghi war ja damals sozusagen Chef von Goldman Sachs in Europa. Ja, die sind da doch alle, das ist doch alles ein. Und da ist das Ding wirklich effektiv. Und alles andere, worüber du redest und worüber wir reden, das ist sozusagen ein Nachklapp. Ja, den macht man dann, wenn man gar nicht mehr unbedingt, aber dann macht man ihn so vorsichtig, dass es hinterher auch nichts Besonderes bedeutet. Mhm. Ja, also da können wir vielleicht, ich meine, es kommt nochmal zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, das sind nicht nur
technokratische Scheitern, sondern auch politische Kämpfe, die verloren wurden. Klar, Und da würde klar. mich interessieren, also du hast gesagt, du plädierst für eine Kooperation statt Integration. Ja. Mich würde interessieren, wie das konkret aussehen sollte aus zum Beispiel gewerkschaftlicher Sicht oder politischer Sicht und vielleicht auch ein bisschen damit verbunden, welche Lehren du denkst, aus dem Scheitern von Syriza zu ziehen sind. Also auch jetzt, wenn wir die Umfragen in Griechenland gucken, also größer kann die politische Katastrophe für unsere Seite nicht sein. Ja, klar. Wie wäre sowas gegangen oder wie wäre der Versuch in Griechenland gegangen, wenn die EU so nach deiner Vorstellung ausgerichtet wäre? Nein, nein, sag mal, das kann man so rückwärts nicht machen. Der Kram damals ging über die Währungsunion so, wie sie bestand. Und man kann sagen, es gibt historische Kämpfe, die gehen verloren. Und das heißt nicht, dass man die morgen dann auch wieder gleich gewinnen kann. Das hinterlässt Spuren. Ja, und das Niederkämpfen der Syriza durch das Bündnis von Merkel und Sarkozy und wie sie alle geheißen haben, ja, das hinterlässt Spuren. Da sagen die Leute, ja, also auf sowas lassen wir uns nicht mehr ein. Schließlich müssen genau. wir aufpassen. Ja. Ja, man kann die Geschichte nicht rückabwickeln. Und wenn die andere Seite sozusagen mal einen solchen Durchbruch erzielt hat, dann heißt es dann über Jahrzehnte hinweg, dass in der Erinnerung der Leute bleibt. Ja. Und was ist eine politische Niederlage? Eine politische Niederlage bedeutet Resignation gegenüber dem Gegner. Und schließlich muss man leben. Man muss seine Kinder großziehen können. Man braucht seine Schulen. Man hat seine Ersparnisse auf der Bank. Und wenn man dann wirklich mal besiegt worden ist, dann sagt man, passe ich lieber darauf auf, dass mir das nicht nochmal passiert. Ja. Und insofern kann man sagen, sind die letzten 20 Jahre innerhalb der Europäischen Union sozusagen für unsere Seite eine einzige Kette von Niederlagen. Jetzt zeichnet sich die nächste Niederlage ab. Und das ist die neue Integrationswelle als sozusagen Bestandteil der als europäisch wirtschaftliche Untereinheit der NATO. Ja? Da haben wir noch überhaupt kein Verständnis dafür, was da eigentlich passiert. All die alten Themen sozusagen verschwinden jetzt im Hintergrund und vor allen Dingen die Deutschen mittlerweile, die hatten immer die Vorstellung, also es ist ganz normal in hegemonialen internationalen Verhältnissen, dass ein potenzieller Hegemon immer die Vorstellung hat, dass die Welt so aussehen muss wie er selber. Ja, die Amerikaner haben das. Also da so ausgeprägt, wie man sich das gar nicht anders vorstellen kann. Aber die Deutschen doch auch. Ja, sag ich doch gerade. Ja. Jeder potenzielle Hegemon. Die Franzosen genauso. Ja, der zentrale Einheitsstaat, der sozusagen eine einheitliche Kultur verbreitet, in eine romanisch-französische Zivilisation, nicht Kultur. Und die Deutschen haben die Vorstellung, ja, jeder hat fleißig arbeitende Arbeiter, die sozusagen ihr Geld verdienen, ja, und tauschen mit uns aus und machen das so wie wir, ja, und nun stellt sich raus, dass dieses Integrationsprojekt sozusagen anfängt zu scheitern. Das ist aber auch schon die Franzosen zum Beispiel, man muss sich das mal vorstellen, es steht in den Verträgen, ich meine, haben die Deutschen da reingeschrieben, steht in den Verträgen, also 120% Schulden darfst du haben und 60 und 60 plus 3. Die Franzosen haben mittlerweile 120. Ja, es ist überhaupt keine Rolle mehr. Ja, ich bin ja kein fanatischer Jurist und denke, alles muss nach Recht und Gesetz laufen. Aber wenn man einen einheitlichen Staat oder sowas wie einen einheitlichen Staat haben will, dann braucht man irgendwie einheitliche Regeln. Die sind aber nicht mehr durchsetzbar. Jetzt aber kommt das nächste Integrationsprojekt. Und das heißt sozusagen Aufbau einer Militärmacht an der westlichen Grenze Russlands, hinter der auf der anderen Seite Russland und China sozusagen auf der einen Seite sitzen und dann Westeuropa auf der anderen, beide bis an die Zähne bewaffnet und in einem
jahrelang, jahrzehntelang einen Rüstungswettlauf aufeinander bezogen. Und das Ganze sozusagen von Deutschen, weil die Franzosen, die haben ja nichts, die können das ja nicht machen. Aber die Deutschen, die machen das, die halten das zusammen. Dann nehmen wir jedes Land auf, das da wir peppeln es auf, wir machen es zu NATO-Mitgliedern. Die Amerikaner stellen da die Mittelstreckenraketen auf. Das ist eigentlich das, was zurzeit das Projekt ist, das in dieses offene Gefäß Europa reingegossen wird. Ja? Aber woran machst du fest, dass Frankreich damit mitmachen will? Ich meine, Macron hat in letzter Zeit selber auch an Sabereisen sozusagen teilgenommen. Und wie du, also du hast ja vorhin gesagt, Frankreich bleibt die jetzt nach dem Austritt Großbritanniens die einzige Atommacht. Würde Frankreich nicht auch ein Stück weit von einer solchen Integration profitieren? Naja, pass auf. Man muss, wenn man das anguckt, immer vereinfacht, ne? Aber man muss immer auf die Spannungen, Widersprüche und so weiter. Der Macron hat noch vor 2 Jahren gesagt, sozusagen die NATO ist hirntot. Ja, heute ist er sozusagen der wildeste Anhänger der amerikanischen Politik in der Ukraine. War er aber vor 1 Jahr noch nicht. Ja, das sind Spielchen, die auch stattfinden zwischen Deutschland und Frankreich. Denn in dem Maße, wie die Deutschen sozusagen da langsam über eine rote Linie nach der anderen geschoben werden mussten, ja, hat irgendwann haben die Franzosen gesagt, na ja, vielleicht kann jetzt sozusagen wieder eine Suprematie sozusagen Frankreichs innerhalb dieses Gebildes stattfinden. Und wir sind dann diejenigen, die eine privilegierte Beziehung zu den Amerikanern haben. Ja. Ja. Und es gibt eine Rivalität zwischen den beiden. Mhm. Jetzt muss man sagen, die deutsche Situation ist derartig, dass wir ja keine Doktrin über das haben, was ein nationales Interesse in der Außenpolitik ist. Darüber wird nicht nachgedacht. Sonst hätte das ja nicht passieren können von den 2000 Helmen, die diese komische Verteidigungsministerin in die Ukraine abgeliefert hat am Anfang, bis hin zu den Patriots und so weiter, was wir dann noch liefern werden. Das war ja ein einziges Hin und Her geschoben. Ja, während die Franzosen immer gedacht haben, deren Problem war immer, seit de Gaulle, sozusagen zu versuchen, einen dritten Pol in der Welt zu bauen. Ja, und den mussten sie um die europäische Seite der NATO und die Europäische Wirtschaftsunion sozusagen herumbauen. Das Problem war dabei zweierlei. Das eine war, kann man die Deutschen dazu kriegen, mitzumachen und dafür zu bezahlen? Man braucht sozusagen die wirtschaftliche Kraft der Deutschen. Ich kann mich noch erinnern, in den 60er Jahren gab es sozusagen Diskussionen zwischen Deutschland und Frankreich über die französischen, über die Force de Frappe. Also die Atommacht. Ne? Das ging so. Die Franzosen haben gesagt, wollt ihr nicht ein bisschen mitbezahlen dafür? Das Ding ist so teuer. Der Premierminister hieß Régis de Bray. Ja? Haben die Deutschen gesagt, könnte man vielleicht machen. Aber können wir mal in den Zielkatalog gucken? Nein, haben die gesagt, natürlich nicht. aber die Frage war klar, weil der Zielkatalog lag in Deutschland. Ja. denn da wurden die russischen Truppen im Durchmarsch auf Paris, die wussten durch Fulda. Ja. Und dann haben die Deutschen gesagt, na ja, also das können wir doch nicht finanzieren. Ja. Dann haben die Amerikaner gesagt, ja, pass auf, wir helfen euch. Ihr kriegt nukleare Teilhabe, heißt das. Ja, das heißt, wir stationieren amerikanische Atomsprengköpfe auf deutschem Boden. Wie viel sagen wir euch nicht? Das ist alliiertes Vorbehaltsrecht. Ja? Und dann kauft ihr bei uns Flugzeuge, mit denen man, die wir lizenzieren, zum Tragen von amerikanischen Atomwaffen. Jetzt haben wir die Tornados. Und jetzt kriegen wir die F-35, wenn ich das richtig, die F-16 kriegen wir. Die werden am extra ausgerüstet. Die alten. Entschuldigung. Nein, die 35, genau, ja. Nein, die 1 Milliarde kosten pro Stück. Und zwar hat unsere famose Außenministerin in den Koalitionsverhandlungen gesagt, wir brauchen genau 35 F-35. Da hat ein Kollege von mir gesagt, die sagt das, damit sie sich das merken kann. Ja. Wie kaufen wir die? Und dann werden die ausgerüstet. Aber wir dürfen die Atomwaffen nur tragen, wenn die Amerikaner uns das sagen. Mhm, ja. Jetzt,
Jetzt wird das in den deutschen Diskussionen innerhalb der Verteidigungszirkel, wird das immer abgewogen gegen die Hilfe sozusagen die uns die Franzosen anbieten und die Hilfe, die uns die Amerikaner anbieten. Und da gibt es ein Schwergewicht auf der US-Seite, was möglicherweise verständlich ist. Die Amerikaner haben fast 40.000 Soldaten in Deutschland stationiert. Die gelten als Zünder. Mhm. Wenn die Russen die angreifen, dann tun die was, die Amerikaner, und verteidigen damit uns auch. Ja. Während bei den Franzosen immer die Frage auftritt, die die Deutschen dann auch stellen, werden die Paris für Berlin opfern? Und die Antwort ergibt sich von alleine, natürlich nicht. Ja, die sitzen ja gleich daneben. So, jetzt haben wir die 40.000 Amerikaner. Wir haben die Kommandozentralen der Amerikaner für alle Operationen, die im Nahen Osten machen, sitzen alle in Wiesbaden oder in Ramstein. Wir haben dieses sozusagen ungeheure Gebilde Ramstein, in dem die sozusagen abfliegen, hinfliegen und so weiter, war der Switchpoint in der Welt für die Leute, die hinterher in Guantanamo gelandet sind. Können wir da raus? Ja. Und die Franzosen wollen gerne, dass wir da rauskommen. Aber wir wissen gar nicht, ob wir da gerne raus wollen. Mhm. Weil dann, wo sollen wir? Und sozusagen diese Probleme, die spielen eine Rolle in der Positionierung gegenüber Ukraine. Wenn die Franzosen sehen, die Deutschen verlieren ihre Gunst in Washington, weil die nicht richtig mitmachen wollen, dann haben wir vielleicht eine Chance, sozusagen von Washington sowas wie einen Souveränitätsrabatt zu bekommen. Ja, also ich würde sagen, wenn man anguckt, die Aufnahmepolitik von neuen Ländern in die EU, die Funktionen, die der EU zugewiesen worden sind bei der Ausarbeitung der Sanktionen gegen Russland, die sind nach hinten losgegangen. Aber man muss immer sehen, es gibt in Brüssel zwei Hauptquartiere. Das eine ist NATO-Hauptquartier, das andere ist das EU-Hauptquartier. Und dann ist die Frage, wie verhalten sich die beiden Hauptquartiere zueinander? Ja, in dem einen sitzen die USA am Hebel, in dem anderen nominell nicht. Ja, und dann stellt sich die Frage, sozusagen wird Frau von der Leyen, wenn sie wieder Kommissionspräsidentin ist, sozusagen vorher gleich im Ortsgespräch bei der NATO anrufen und fragen, was machen wir jetzt mit der Neuaufnahme von Moldawien? Und meine Antwort ist, selbstverständlich wird sie das tun. Ja, und wenn ich diese Art von Zentralisierung und Vereinheitlichung Europas, wenn ich mir das vor Augen führe, dann ist meine subversive Vorstellung, dass man sozusagen die Handlungsfähigkeit, besser die Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten wiederherstellt, als sie dem Kommando sozusagen der NATO und der Vereinigten Staaten unterstellt. Ja, vielleicht können wir da an dem Punkt enden. Also wie könnte sowas konkret aussehen? Weil ich sehe da, ich finde zum Beispiel in deinem Buch ist sehr schlüssig argumentiert, wie man im nationalstaatlichen Rahmen viel besser um den Sozialstaat zum Beispiel kämpfen kann. Ne? Ja, also viele so elementare Kämpfe, linke Bewegungen sind selbstverständlich in einem nationalstaatlichen Rahmen einfacher Hand zu haben. Aber eine Loslösung aus der NATO oder eine Loslösung aus dem neuen Kalten Krieg zwischen USA und China. Wie soll das zum Beispiel besser sein, wenn wir uns in kleineren Rahmen bewegen? Lord, ich bin Soziologe und kein Gesundbeter. Ja. Und ich weiß, dass das, was uns bevorsteht in diesen Ländern, in den nächsten 10 Jahren sozusagen ungeheuer schwer sein wird. Kannst du das ein bisschen ausbuchstabieren? Ja, also guck dir an, die öffentlichen Haushalte sind außer Kontrolle. Ja, wirklich außer Kontrolle. Wenn man guckt, was die an Rüstung machen wollen und was die dann auch noch an Infrastruktursanierung machen wollen und an Wiederherstellung von Wachstumsfähigkeit bei gleichzeitigem Boykott Chinas und nicht wahr? Wirtschaftskrieg, die Modernisierung der Volkswirtschaft, wie das so schön heißt,
alles auf einmal. Und dazu sozusagen von 1,2% Sozialprodukt in Rüstung auf 3. Ja, wie soll das denn gehen? Und dann sitzen wir, denn wir wissen doch noch überhaupt, wir haben überhaupt keine Ahnung, was aus dem Palästina-Krieg hinterher mal werden wird. Wir können uns vorstellen, dass die Amerikaner wirklich anfangen, Amok zu laufen. Ja? Wir wissen, dass wir zum Beispiel in Deutschland die Israel mit sozusagen Unterseebooten, die atomwaffenfähig sind, ausgestattet haben. Wir haben da einen Wahnsinn nach dem anderen begangen. Und ich habe gesagt, als Soziologe, historisch begangener Wahnsinn ist nicht einfach sozusagen zur Seite zu wischen, indem man jetzt eine neue Partei wählt. Ja? So, und jetzt sagst du, also, wie soll das werden? Und da sage ich Folgendes. Sozusagen, ich habe mich jetzt doch ein bisschen mehr mit langfristigen Tendenzen beschäftigt. Es gibt in diesen ganzen Situationen gibt es innere Widersprüche. Wir erinnern uns an sozusagen an Karl Marx und seinen Freund Friedrich Engels. Ja, innere Widersprüche, die Akteure nicht beiseite schaffen können. Dilemmas, wo sie dann auf der einen Seite da eintreten, wie dieser Macron, der sozusagen hin und her switcht. Ja, wie die Fahne im Wind. Das ist aber nicht, weil der kein Verstand hätte, sondern weil sich die Situation für die sozusagen immer neu wieder darstellt. Und die entdecken immer neue Probleme in den Dingen, die sie selber herstellen. Ja, so. Und wenn ich jetzt mir das von außen angucke, dann sage ich, sozusagen möglicherweise wird in dieser Welt sich ein Umfeld entwickeln, in dem es möglich sein wird, sich in Westeuropa sozusagen allmählich aus den Fesseln der NATO und der amerikanischen Politik zu lösen. Wie kann das gehen? Und dazu sage ich Folgendes. Die neue Weltordnung, die unter dem ersten Bush ausgerufen wurde, die im Grunde genommen ein Amerika über alles und so weiter war. Ne? Mit China und Russland auf dem Weltsicherheitsrat immer auf der amerikanischen Seite ihre Stimmen abgegeben. So. Nicht wahr? Das ist vorbei. Und das, was sich jetzt irgendwie abzeichnet, ist eine welthistorische Entscheidung. Wie sieht die neue Weltordnung 2.0 aus? Ja, denn er hat das ja, Bush hat das ja New World Order genannt. Die fing mit dem ersten Irakkrieg an. Ja, die ist jetzt kaputt. Ja, so, jetzt stellt sich die Frage, was folgt als New World Order 2.0? Und da kann man sagen, die amerikanische Präferenz besteht darin, wir machen das eine bipolare Weltordnung. Amerika auf der einen Seite mit seinen Anhängern, auf der anderen Seite das Compound Russland und China. Und wir können dann schon mal im chinesischen Meer anfangen, sozusagen rumzupieken. Und Europa haben wir ja per NATO in der Tasche. Und dann können wir da auch noch ein bisschen auf Russland drücken, um die Chinesen auf der Seite zu drücken. Und dann haben wir einen Ukraine-Krieg, der dauert 15 Jahre. So, das ist die eine Lösung. Dann gibt es eine andere. Und dann gibt es sozusagen unter diesem Bipolarismus, da liegt dann die Vorstellung, da kommen wir zurück zu einem Monopolarismus. Denn wir werden diese besiegen. Ja, das scheint oft die unausgesprochene Annahme hinter vielen Überlegungen der deutschen Außenpolitik zum Beispiel zu sein. Ja, sagen wir mal, der deutschen Außenministerin. Ja, absolut, völlig richtig. Und das ist selbstmörderisch, glaube ich. Ja. Und wenn nicht selbstmörderisch, die Leute, die da in München bei der was weiß ich, Strategiekonferenz jedes Jahr zusammenkommen, die wird es nicht treffen, aber unsere Kinder vielleicht. Ja, so, also der Bipolarismus mit der Annahme Rückkehr zum Monopolarismus. Dann gibt es ein zweites Modell, das ist im Grunde genommen das französische Modell. Das ist sozusagen Westeuropa löst sich unter französischer Führung aus der NATO-Kontrolle, möglicherweise unter einem Präsidenten Trump, und beginnt ein drittes Machtzentrum in der Welt aufzubauen. Ja? Einziges Problem ist, wir kriegen die Deutschen da nicht rein. Weil die zu sehr im Amerika, aber die brauchen wir dafür. Mhm. Ja, aber die Franzosen haben außenpolitisch seit 30 Jahren sozusagen eine blühende Fantasie
Und da können Sie auch weiter noch versuchen, sozusagen sich die weiter auszuspinnen. Und dann gibt es eine nächste Möglichkeit. Das ist die dritte und die einzige, und dann sind sie dann, das sind alle dann. Die dritte nennt sich Multipolarismus. Und dann gibt es die Länder im Süden, wie Indien, Brasilien und so weiter, die weder amerikanisch noch chinesisch sein wollen. Die aber im Grunde genommen wie die Non-Aligned Nations, die damals im Kalten Krieg, ne? Also die blockfreie Bewegung. Genau. Die blockfreien, die versucht haben, einen blockfreien Pol aufzubauen. Aber nicht als integriert, sondern als autonome Regionalmächte. Ja? Und dann könnte ich mir in meinen optimistischen Momenten vorstellen, dass unter bestimmten Bedingungen, die in Amerika eintreten müssen, sozusagen wir in der Lage sein könnten, uns einem solchen Block von blockfrei sozusagen produktiv und konstruktiv anzuschließen. Wir haben viel zu bieten, wenn wir aufhören, uns als Imperialmacht zu betrachten. Ja, wir können einiges. Und das wollen die auch haben. Ich war in Lateinamerika, ich war in Asien, die Leute haben das Gefühl, sozusagen die Deutschen haben etwas in der Pfanne, aber sie liefern nicht. Ja. Und da wären wir willkommen. Jetzt, was sind die Bedingungen in Amerika, die eintreten? Und da würde ich sagen, so eine komische Mischung aus den mittlerweile linken, neuen linken Bewegungen, die also nicht verstehen, warum dieses Land 750 Militärstützpunkte in der Welt unterhalten muss, wenn es praktisch kein Verteidigungsproblem hat, weil niemand die Vereinigten Staaten angreifen oder erobern kann. Ja, die verstehen das nicht. Und dann kommt dazu sozusagen die Trumpisten, die als Fortsetzung der amerikanischen Tradition des Isolationismus gelten können. Die beide zusammen könnten ein innenpolitisches Szenario bilden, das dazu führt, dass sie sich nicht mehr so sehr für Europa und auch nicht für China interessieren, sondern erstmal versuchen, ihr eigenes Land zu reparieren. Aber ich betone, die wichtigste Bedingung ist die Innenpolitik der Vereinigten Staaten. Und die jetzigen Protestbewegungen. Man muss sich das mal vorstellen. Ich habe da in Amerika erst 12 Jahre meines Lebens verbracht, meines Erwachsenenlebens und kenne das Land ein bisschen. Die Vorstellung, dass es jetzt plötzlich in der Demokratischen Partei sozusagen Anstrengungen gibt, die einseitige Abhängigkeit der amerikanischen Außenpolitik von Israel sozusagen zurückzunehmen, weil man der eigenen Basis nicht mehr sicher sein kann, weil die gegen diese Nibelungentreue gegenüber Israel anfängt zu rebellieren. Das hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können. Ja? Und es passiert. Und das eröffnet wiederum Spielräume für andere Wege in der europäischen Integration oder Punkt. Kooperation, wie du vielleicht das sagen willst. Das ist mein Punkt, genau. Und da hoffe ich, dass sozusagen durch diese Entwicklungen, die sich außerhalb von Deutschland und Westeuropa abspielen, dass dadurch sich Fenster öffnen, durch die eine selbstbewusste deutsche Politik gehen kann und dann mitnimmt, wer mitkommen will. Hoffnungsvoll, aber unser Finanzminister hat auch mal als junger Mann gesagt, jede Krise ist eine dornige Chance. Ich befürchte, dass dafür die innenpolitischen Bedingungen in Deutschland nicht vorhanden sind für eine andere europäische Politik, aber ich befürchte das auch, aber du wolltest ja am Schluss hören, welche Szenarien es gibt, in denen sich deutsche Politik bewegen könnte und müsste. Und da gibt es eben diese Wahl zwischen einer Satellitenposition in einem gespaltenen eurasischen Kontinent und die Wahl einer, wie sagt man, illusionären dritten Weltmacht. Und dann eben die Hoffnung darauf, dass in einem multipolaren Weltsystem sich diese Blöcke irgendwie auseinanderentwickeln können und dann
Unabhängigkeit, unabhängige Politik möglich. Vielen Dank, Wolfgang Streeck. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hätte noch 100 Fragen, die ich stellen könnte, aber so langsam sollten wir unser Gespräch, glaube ich, zum Ende bringen. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schönen Dank. Okay, das war's für heute. Danke nochmal an Wolfgang für das spannende Gespräch und danke nochmal an euch, dass ihr zugehört habt und dass ihr dabei bleibt, trotz der unerwarteten Unterbrechung letzte Woche. Wie schon am Anfang gesagt, das war unerwartet, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten. Das soll auch nicht regelmäßig vorkommen. Wir heißen Jacobin Weekly und wir wollen auch dabei bleiben, dass wir jede Woche in diesem Podcast mit einem spannenden Gast aus unserer erweiterten Großfamilie über politische Themen und Gesellschaft sprechen. Damit noch mehr Menschen vom Podcast mitbekommen und wir noch weiter wachsen können, gebt uns bitte ein Like oder viele Sterne in der Bewertung. Ich weiß nicht genau, wie das alles funktioniert, aber verbreite bitte die gute Nachricht von diesem Podcast. Und wenn du selber jemanden vorschlagen möchtest oder vielleicht auch ein Thema, schreibt uns einfach einen Kommentar rein. Wir gucken es uns an und wenn es nicht komplett verkehrt ist, überlegen wir, das in die Planung einzuspeisen. Aber am wichtigsten ist, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir Jacobin gefällt und wenn du willst, dass wir mehr solche Inhalte produzieren, aber uns noch nicht abonnierst, bitte ändert das heute. Alles, was wir machen, sei es das Magazin, sei es unsere Homepage, sei es dieser Podcast, wird nur finanziert dadurch, dass viele Menschen uns jedes Jahr Geld überweisen, um das Printmagazin zu erhalten. Das bildet die Grundlage für alles andere und ohne den Abos werden wir in Zukunft nicht weitermachen können. Geht also, wenn du kannst, auf www.jacobin.de/abo, gib deine Daten ein und kriegt auch 4-mal im Jahr Jacobin nach Hause zugeschickt, damit wir das ganze Geschäft am Laufen halten können. Bis zum nächsten Mal.